Maran, unsere Zuflucht. Der Rest unseres Volkes hat uns immer verspottet und verabscheut. Als Jeffro entschied, dass wir getrennt von ihnen leben würden, mussten wir einen sicheren Ort finden. Maran konnte ihr Reliktwissen nutzen, um uns hier eine Heimat zu finden. Auf dem Konstrukt, das wir Mythrava nannten. Zuflucht. So, so. Okay, noch etwas weiter schauen. Vielleicht haben wir ja noch etwas mehr an Inschriften, denn da erfahren wir auch ein bisschen was über die Vergangenheit. Sieht cool aus hier. Über die Vergangenheit der Siedlung. So, kurzes Platin. Achso, was mache ich denn? Ich muss es auch nicht scannen, ich muss es sammeln. So, noch jemand zum Reden? In der Tat. Ist das so? Ach schade, wir können es nicht scannen. Das wäre jetzt ja nur richtig gewesen eigentlich. Oh, hier können wir rangehen. So, schauen wir doch mal in so ein Modul hier. Wichtiger Hinweis. An diesem Nachrichtenterminal kommt es in letzter Zeit zu gelegentlichen Speicherproblemen. Jarvey wird sich in Kürze darum kümmern. Versuchen Sie, das System bis dahin nicht allzu sehr zu beanspruchen. Erster Weise Esmus. Referat von Jaskar. Wie Sie alle wissen, hat der weise Jaskar vor einem Jahr die Pilgerreise nach Aya unternommen, um den dortigen Speicher um Kopien der neuesten archäologischen Theorien und Funde zu bitten. Er und seine Assistenten hatten sich seitdem zurückgezogen, um das Material zu analysieren und sind jetzt erst damit fertig geworden. Sie haben diejenigen Informationen, die mit Mythravas Kanon übereinstimmen, unseren Chroniken hinzugefügt. Alles andere wurde selbstverständlich an die Archive weitergegeben, wo es für jedermann einsehbar ist. Der weise Jaskar wird Ende der Woche über die von ihm zusammengetragenen Informationen referieren. Bevor Sie dem Forum beiwohnen, sollten Sie sich mit den Geschichten der Trennung vertraut machen. Das Treffen wird in den unteren Archiven stattfinden. Ich muss sagen, das klingt jetzt nicht so, als ob die sich einfach bloß zurückziehen, sondern als ob die tatsächlich versuchen, Wissen zu erlangen und zu bewahren, um es nicht quasi mit falschen Informationen zu verunreinigen. Aber als ob sie schon halt was machen, als ob sie nicht komplett rückwärtsgewandt nur sind. Aktualisierung der Genealogie. Unsere Kontakte auf Aya und Volt haben uns noch mehr Informationen über die erweiterten Familien und Nachkommen einiger unserer verehrten historischen Persönlichkeiten zukommen lassen. Unter ihnen Ishaf, Bishal und Zorai. Ich suche deshalb nach Freiwilligen, die die Daten auswerten, um die Möglichkeit der Seelenübertragung zu prüfen. Melden Sie sich bitte möglichst zeitnah bei mir. Ersterweise Esmus. Okay. So, mit ihm kann ich nicht reden, aber zumindest mit der weisen Flara. Mal sehen, was sie für eine Mission für uns hat. Von mir aus könnte es ruhig mehr Störungen geben. Verzeihung, es war nicht meine Absicht, Sie zu stören. Und dennoch sind Sie hier. Also, das Antriebssystem, das Bishal hinauf in den Himmel brachte, war inspiriert durch vier Teile der Relikte. Und das ist nur ein Beispiel. Unser Fortschritt gründet oft auf der Entdeckung von Reliktartefakten. Wo sind diese Artefakte, von denen Sie gesprochen haben? Die wenigen, die noch existieren, befinden sich im Speicher von Aya. Viele sind allerdings verloren gegangen. Es gibt allerdings Gerüchte, dass lang vergrabene Dinge zum Vorschein kommen, je wilder die Wildnis wird. Es ist bestimmt klug, alles zu untersuchen, was wir finden. Vielleicht verschafft uns irgendwas da draußen einen Vorteil gegenüber dem Cat. Glauben Sie, dass die Angara entscheidende wissenschaftliche Ideen von den Relikten gelernt haben? Ich glaube das nicht nur. Das ist eine verbürgte Tatsache. Einige Artefakte wurden sogar im unfertigen Zustand zurückgelassen. Wahrscheinlich, um zu zeigen, wie man sie zusammensetzt. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Unterricht. Wurde auch Zeit. Okay, zum Vorschein gekommene Reliktgeräte auf Haval sammeln. Das werden wir tun. Klang jetzt nicht so wirklich, als ob wir eine Mission bekommen hätten, aber das ist wahrscheinlich einfach die Neugier. Das sieht merkwürdig aus, was du tust. Oh, gut. Ich wollte ohnehin mit Ihnen reden. Wie können Sie die Relikte benutzen? Tja, soll ich dir das verraten, ja?
Weiß nicht, ob das... Ach komm, was soll's, wir sind ehrlich. Mit einer künstlichen Intelligenz, die bei der Analyse und Übersetzung hilft. Das ist der Trick. Darauf wäre ich nie gekommen. Angara, die in der Nähe von Relikttechnologie leben, haben manchmal, wie man bestimmte Tech benutzen kann. Dazu ist intensive Konzentration erforderlich. Und selbst wenn es funktioniert, verstehen wir nicht, wie es funktioniert. Das geht Ryder im Prinzip genauso. Also, da ist kein großer Unterschied, glaube ich. Einige von Ihnen können also Relikt-Tech benutzen, aber Sie wissen nicht, wie es funktioniert? Nicht jede Relikt-Tech, nein. Wie gesagt, nur bestimmte Teile. Nehmen Sie zum Beispiel Mitrava. Einige von uns können das Sicherheitssystem steuern, das die Zuflucht beschützt. Dieses Wissen wird seit Generationen weitergegeben. Ich selbst habe ein Jahr gebraucht, um zu lernen, wie man eine einfache Tür öffnet. Es ist wie der Unterschied zwischen dem Wissen, dass man die Frucht eines Baumes essen kann und dem, warum sie überhaupt wächst. Okay, das erklärt auch, wieso die Relikt-Tech als Sicherheitssystem nutzen können. Ich sollte jetzt gehen. Wie Sie meinen. Ich frage mich, ob er uns das auch verraten hätte, wenn wir gesagt hätten, durch puren Zufall. Aber ich vermute schon. Sillath, der sich erinnert. Geschichte ist Atem. Sie bewegt sich in uns, sie gibt uns Leben. Wieder Atem kann sie nicht in einem Glas gefangen werden. Sillath hat entschieden, dass wir einmal alle 50 Zyklen unserer Sonne mit dem Archivisten in Aya in Kontakt haben, treten, um unser Wissen, um unser Volk zu erneuern. So erinnern wir uns. Gute Entscheidung. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Sehr gut. Das tat auf jeden Fall Not. Wir hätten nicht verschwinden sollen, bevor wir das hier errichtet haben. Okay, 2 wahnsinnige Überlebensfähigkeitspunkte. Das ist ja riesig. Okay. Du bist niemand, mit dem man reden soll? Nein? So, dann sammeln wir das noch fix ein. Aus dem Mineralienlager. Und ich glaube, dann sind wir soweit auch durch hier erstmal. Es sei denn, nee. Nicht jede Statue hat eine Inschrift. Alles klar. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal wieder zurück nach, ja, wohin eigentlich? Ein sterbender Planet. Ach ja, hierhin. Okay. Das ist sogar der richtige Ort. Ist das das Gewölbe, in dem wir schon mal waren? Gut, warum nicht? Lass uns da hingehen. Auf geht's. Und ich bin damals da rumgesprungen eine halbe Stunde lang und habe nichts entdeckt und habe mich drüber aufgeregt. Aber immerhin sollten wir dann jetzt hoffentlich freie Bahn haben. Kann ja auch sein, dass die wieder neue Leute reingespawnt haben. Ich hoffe aber nicht. So, auf geht's. Nimm mal den Baum weg hier. So, wo geht's denn hier nach oben eigentlich? Die Maus ist so klein, ich drücke immer über das Scrollrad drüber. So für kleine Finger und kleine Hände. Ich habe noch mal keine kleinen Hände. Ich habe welche in vernünftiger Größe. Oh, hier. Ich gar nicht gesehen. So muss das auch für die alten Angara gewesen sein, als sie in der Wildnis merkwürdige Dinge gefunden haben. Möglicherweise entdecken wir durch Ihren Fund etwas Neues. Wir sollten ihn zur weiteren Analyse mitnehmen. Das war jetzt ein angenehmer Zufall. Okay, da haben wir schon mal... Wow, was geht? Ja, das war die falsche Taste, die ich gedrückt habe. Ich wollte eigentlich einen Nahkampfangriff machen. Okay, geht klar. Ryder? Danke. Schön, dass du doch noch mitgemacht hast, mein Freund. Nee, das war, wollte ich doch gar nicht. Naja. Habe ich schon erwähnt, dass ich lange nicht mehr gespielt habe und wahrscheinlich nicht mehr so geskillt bin? So, schauen wir doch mal. Ist das nicht hier... Das ist doch das Lager, in dem hier wir zu spät gekommen sind, um die eine rauszuholen, oder? Ist das ein anderes? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh, was liegt denn hier? Ach, das hatten wir schon, glaube ich. Oder... Ich scroll's mal durch.
Kommt mir jetzt gerade nicht bekannt vor, aber wer weiß. Ich glaube, wir hatten es noch nicht. Naja. Also jemand hat ein traumatisches Erlebnis gehabt und ist daraufhin zu den Roka. Wobei, das haben wir uns schon angeschaut. Stimmt, Thaldir hieß die. Na gut, wir schauen mal. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin gar nicht an der richtigen Stelle. Nee, bin ich nicht. Ja, lass uns doch einfach nochmal nach Süden gehen. Und dann in den richtigen Abschnitt gehen. Irgendwie kam mir es doch gerade merkwürdig vor, das Ganze. Drüber hier. Das nehmen wir noch mit im Vorbeigehen. Warum auch nicht? Ich weiß nicht, ob der Nickel jetzt wirklich einfach nur zum Abpflücken da liegt oder ob man da jetzt noch großartig arbeiten müsste, aber Ryder hat ja offenbar kein Problem damit, das einfach abzubauen. Im Vorbeigehen. Okay, klar. So, wer versteckt sich denn hier schon wieder? Sind das ein paar Roka-Freunde? Nee, ach komm, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Mit Kriechern beschäftige ich mich nicht. Da habe ich keine Zeit für. Was sind das Rote da unten? Ich glaube, das sind bloß irgendwelche Teile, die wir im Kampf als Barrikaden nutzen können oder so. Pathfinder, wir nähern uns dem Ort, den uns Esmus genannt hat. Schön. Okay, Augen auf, Leute. Hier soll es von Relikten nur so wimmeln. Ja, da habe ich mich ja schon drum gekümmert. Das hätten wir ja schon geklärt. Da hatten wir auch unten, glaube ich, einen ziemlich dicken Brocken gehabt, den wir bekämpft haben. Und dann wäre jetzt auch geklärt, warum der dort war. Ich meine, man setzt da eigentlich nicht einfach so einen fetten Gegner irgendwo hin, wo dann nichts ist. So, wir stellen also mal wieder fest... Was denken Sie über diese ganze Reinkarnationsgeschichte? Sie wollen wissen, ob ich daran glaube? Ja. Nicht so wie Esmus. Okay. Wir stellen erst einmal wieder fest, dass wir an einem Ort waren, der einfach noch nicht für uns bereit war. Ist jetzt schon das zweite Mal auf dem Planeten. Aber was soll's? Wir können ganz in Ruhe hier lang joggen. Das ist doch auch was Schönes. Wenn ich dran denke, dass ich mich jetzt hier durchschlachten müsste. So, schauen wir doch mal hier. Okay, irgendwo wird es jetzt also weitergehen. Vermutlich gibt es jetzt irgendeinen parallelen Gravitationsschacht. Das könnte ich mir zumindest so vorstellen. Denn wenn ich mich recht entsinne, gab es hier irgendwie die Aussicht auf... weiteres Vorankommen? War die Brücke beim letzten Mal auch schon da? Ich weiß es nicht. Aber doch, hier ist nichts Neues. Ich glaube, hier waren wir schon mal drin. Weg da! So, hier drüben. Hier in der Mitte ist auch nichts. Nee. Wo genau sollen wir denn hin? Vielleicht hilft's, wenn wir mal auf die Karte schauen. So, Blick auf die Karte. Haha, toll. Wunderbar. Habe ich mich von der irrigen Annahme täuschen lassen, dass das, was wir suchen, am tiefsten Punkt der ganzen Ruinen ist. Aber nö. Schon mittendrin, irgendwo auf dem Weg, in der Ecke versteckt. Warum auch nicht? Vielleicht müssen wir aber gleich noch... Ach, komm schon, da runter. Wer weiß, wer weiß. Könntest du? Danke. Ach, ist eine Tür. Siehst du mal. Nimmt man sonst auch nicht so wahr. Sesam, öffne dich. Wir schauen uns erstmal kurz den Behälter an. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass gleich nochmal ein paar Feinde vorbeigucken, sobald wir das hier eingesammelt haben.
Und hier ist auch noch einer. Ein Nitratinfusor. Okay, dann lass uns mal hier erstmal das Datenlaufwerk anschauen. Was haben wir denn da? Hinweis. Das Laufwerk ist alt und war den Elementen ausgesetzt. Der Großteil der Daten ist beschädigt. Kleinere Datenpakete wurden jedoch gerettet und aus dem Chalash übersetzt. Es scheint sich bei den Daten um eine Reihe von Tagebucheinträgen zu handeln. Geschichten, die Großvater erzählt hat, wie der Handschuh zu ihm kam. Er hätte seiner Schwester gehören sollen. Sie war die älteste der Geschwister. Direkte Nachfahren von Zorai. Aber sie hatte kein Interesse an den Geschichten der Ahnen oder der Relikte. Sie hat ihr Recht abgelehnt. Dann ging der Handschuh auf Großvater über, dann auf meinen Vater und nun gehört er mir. Ich verstehe es kaum und es macht mir Angst. Ich habe die Weisen besucht. Sie sagen, Zorai konnte Relikt sprechen und vielleicht hat dieser Handschuh eine Rolle dabei gespielt. Wenn ich ihn anziehe, dann ändert er irgendetwas in meinem Kopf. Ich mag das Gefühl nicht. Iran will ihn, den Handschuh. Sie sagt, meine Furcht davor mache mich unwürdig. Ich sollte ihn an sie abtreten, wie unsere Großtante an ihren unseren Großvater. Ich fürchte ihn nicht. Ich werde es ihr zeigen. Ich werde ihn mit den Relikten verwenden, wie mein Vorfahre. Und es scheint nicht so richtig funktioniert zu haben, glaube ich. Dann mal her damit. Dieser Handschuh gehörte einst dem Champion Zorai und scheint für eine Angara-Hand ausgelegt zu sein. Über die äußere und innere Oberfläche zieht sich ein komplexes Geflecht aus Schaltkreisen und Silberkontakten. Ich hab's! Yay! Sieht aus, als könnte das eine Art Handschuh gewesen sein. Er wurde allerdings beschädigt. Die Innenseite ist übersät mit Kontakten. Vielleicht wurde er ja als Eingabegerät verwendet. Dann müssen wir jetzt zu Taros. Ich bin gespannt, was passiert. So, da also wieder raus aus dem Loch. Das war ja gar nicht mal so aufregend hier. Da fragt man sich dann echt, warum der dicke Brocken am unteren Ende der Höhle hier war. Denn den hätte man ja dann jetzt nicht zwangsweise besiegen müssen, ne? Es sei denn natürlich, diese Ecke da lässt sich erst öffnen, nachdem man irgendwas am Fuße der Ruinen aktiviert hat. So, wieder zurück oben. Dann schauen wir doch mal ganz kurz, wo wir jetzt hin müssen. Was ist das? Ja, Wegpunkt, sehr schön, aber ich meinte eigentlich die Mission. Wird mir nicht gesagt. Oh, das Rokala. Ah, okay. Wenn das so ist, dann machen wir doch mal die Schnellreise hier. Das Rokala-Lager ist direkt am Spalt, das heißt, vielleicht ist auch nicht das Lager dort, vielleicht führt uns die Mission einfach nur dorthin, weil das Lager auf der anderen Seite. Abgrund nennen sie es. Okay, das Abgrund ist es. So, dann mal kurz raus aus dem Loch. Und dann werden wir mal schauen, was wir da machen können. Wäre ja schön, wenn wir jetzt tatsächlich endlich rüberkommen könnten. Etwas, wonach ich mich schon so lange sehne, seit ich auf diesem Planeten bin. Ernsthaft? Die Brücke geht einfach auf. Ihr wollt mich doch verarschen. Die Roka reden nicht mit Aliens. Das habe ich schon gemerkt. So, du Arschloch. Komm, geh sterben. Würdest du zuschlagen? Ja, jetzt ist er schon tot. Jetzt brauchst du es nicht mehr machen. Du kannst ihn aber auch gerne nochmal scannen, wenn du magst. Jetzt hat es. Was man halt so macht mitten im Kampf. Ich pack mal kurz den Scanner aus. So, mein Freund. Hat dir das gefallen? Ich glaube, wir haben es. So, dann kommen wir jetzt endlich hier rüber. Das ist ja ganz wundervoll. Und ich muss sagen, die Roka sind nicht die hellsten. Wenn sie einfach auf ihrer Seite geblieben wären und die Brücke unten gelassen hätten, dann, ja, dann würde ich jetzt auch nicht weiterkommen, ne? Aber so lasse ich mich doch gern auf die andere Seite einladen. Sie dürfen uns nicht in die Flanke fallen! Ja, komm, lass mal hochgehen.
Ich liebe es, um mich zu schlagen. Irgendwie hänge ich hier fest. So. Noch jemand? In der Tat. So, und ab mit dir. Sehr gut, Cora. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann lass uns mal ganz kurz hier umschauen. Die Roker werden diesen Kampf, glaube ich, verlieren. Ich frage mich bloß, wie es um ihre Kommunikationsbereitschaft steht, wenn wir hier ihre Leute links und rechts wegkloppen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt mit mir reden lassen, wenn jemand so eindringt in mein Lager. Das muss ich jetzt mal zugeben. Egal, ob ich Roker heiße oder irgendwie anders. So, hier oben war doch gerade noch was, ne? Genau. Ein Datenpad. Schauen wir rein. Hoffnung. Axul hat mir in meinem Schmerz und in meiner Wut Trost gespendet. Er war ein Sklave der Cat gewesen und konnte mit viel Glück aus einem ihrer Lager entkommen. Er verstand, welche Gräueltaten unser Volk während der jahrzehntelangen Besatzung durch den Feind durchgemacht hatte. Er erinnerte mich daran, wer unser Volk früher gewesen war, wie wir die Sterne unserem Willen gebeugt hatten. Die Cat hatten uns unsere größten Errungenschaften genommen, doch sie hatten nie verändert, wer wir waren. Axul erzählte mir von seiner neuen Bewegung. Er nannte sie die Roker, ein Name aus fernster Vergangenheit. Eine Gruppe großer Krieger, die unsere Zivilisation verteidigten. Axul bot mir die Chance, zurückerobern, was die Cat mir genommen hatten. Nicht meine Familie, aber das Gefühl der Kontrolle, das ich mit ihnen verloren hatte. Ich würde mich nie wieder machtlos fühlen müssen. Ich hörte auf seine Stimme, sah durch seine Augen und glaubte an ihn. Okay. Also Axul scheint jemand zu sein, der die Leute dazu bewegen kann, ihm zu folgen. Ein Anführer quasi. Schauen wir doch mal, was wir hier finden, ob er vielleicht auch hier ist. Ich weiß ja nicht, wo Axul sich so rumtreibt. Aber wäre ja durchaus möglich. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Dass er irgendwo hier ist. So, der alte Hof. Ich vermute mal, wir werden jetzt gerade in Roker-Gebiet vordringen. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich jetzt richtig rund gehen mit denen. So, hier unten. Ach, da hat es die Drohne hingesetzt. Siehst du mal, ich habe das gar nicht mitgekriegt, so richtig, wo die jetzt hingesetzt wurde. Okay. Da drüben springen irgendwo Gegner rum. Die lasse ich jetzt aber erstmal links liegen. Ich würde sagen, wir begeben uns mal auf direktem Wege zum Zielort. Umschauen kann ich mich hier später noch ein bisschen. Okay. Wenn ihr das so wollt, ja, dann kämpfen wir erstmal. Ist okay. Frisst das! So, gleich mal eine Combo rein. Oh, der ragt sich aber weit vorher. Du bist mutig, mein Freund. So. Das ist auch ein Scharfschütze, den muss man sich jetzt nicht unbedingt direkt nähern, damit er einen ins Visier nehmen kann. Kann ich die eigentlich noch extra scannen? Ja, die sind noch extra zu scannen. Okay, ich sehe gerade, da gibt es ja sogar eine Mission für Apex helfen. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Plan gehabt. Aber gut zu wissen. Cora? Cora verletzt? Wird die mir angezeigt oben? Nein. Okay, ach, sie ist schon wieder fit. Na dann. Warum mache ich mir überhaupt Sorgen um die Frau? So, schauen wir mal. Wurden nicht gerade noch Gegner? Ach da. Ich wollte gerade sagen, es wurden noch gar noch Gegner auf dem Radar angezeigt. Und ich gehe mal in Deckung. Wo ist denn jetzt diese blöde Scharfschütze? Da hinten hüpft er rum, die Sau. Ihr flüchtet! Komm, bleib stehen, du Arsch! Wo willst du denn hin? Ich komm dich besuchen! Oh, hi! Gut! Schlagen wir noch ein bisschen um uns hier.
So, ich glaube, das sollte reichen, oder? Ups, falsche Taste. Ich wollte mal gucken. Genau, die haben wir nämlich auch noch nicht gescannt. Und dann wollen wir doch, um Apex zu helfen, noch ein paar tote Gegner scannen einfach mal hier ab und zu. So. Ach so, das ist ja noch gar nicht tot, das Ding. Ist ja gerade vom böse Angucken gestorben? Dieser Adi? Das fand ich jetzt etwas bizarr, aber gut, 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 ist alles okay. So, dann wollen wir mal weiter vordringen und die Roker aus ihrem Lager scheuchen. Das scheint ja hier zu sein.